Kleine Info vorweg, und zwar gibt es bei Y-Food jetzt das brandneue Taster Pack. Hier seht ihr das Ganze mal, ja, mit verschiedenen Sorten, um sich einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Y-Food ist eine vollwertige Trinkmahlzeit, also kann man sehr gut für unterwegs nutzen, beim Stream, auf der Autofahrt, auf Touren, im Alltag und so weiter. Wenn man nicht ganz viel Zeit hat, einfach mal als kleine Zwischenmahlzeit dabei haben, braucht man sich keinen komischen Junkfood reinknallen, sondern gönnt sich ein bisschen Y-Food. Wie gesagt, hier mit 5 leckeren Sorten zum Durchprobieren, Rabattcode und Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Gönnt euch die Holy Starter Sets. Mit meinen Codes sichert ihr euch den maximalen Rabatt. Gut, komm. Machen wir noch einen kurz Knacking hier. Und zwar hat Fabio noch ein Video rausgehauen vor einer Woche ungefähr. Und zwar Solo Bikepacking Tour und Overnighter auf Burgruine im Hunsrück. Also Fabio ist auch nur noch im Hunsrück unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja. Gönnen wir uns auf jeden Fall mal. Gucken wir mal rein, was er Schönes erlebt hat. Ich bin der Meinung, so Bikepacking-Tour mit Übernachtung auf Burgruine hatten wir wie schon ein paar Mal, oder? Was jetzt nichts Schlimmes ist, aber hier Solo-Bikepacking-Tour mit minimalistischer Ausrüstung übernachten auf Burgruine, Solo-Bikepacking-Tour und Overnight auf Burgruine im Hunsrück. Okay, aber er passt. Jo Leute, was geht? Ich sitze auf meinem Gravelbike und bin im wunderschönen Hunsrück unterwegs. Ich habe noch einige Kilometer vor mir. Ich möchte heute Abend auf einer großen Burgruine übernachten. Dort war ich irgendwann mal mit meinen Kids, da bin ich drumherum gewandert, aber ich war noch nie in dieser Burgruine. Geschweige denn, habe ich dort mal übernachtet. Und ja, Grund genug, mein Gravelbike zu packen, mein Equipment und hier in den Graben zu fahren. Also, let's go. Das ist eine Aufnahme gewesen. Wer übers Feld gerannt? Nee, war Drohne wahrscheinlich. Oh, herrlich. Oder? Deutschland ist doch einfach schön. Guckt euch das an. Mensch, so ein bisschen Acker. Ich gehe auch gleich Fahrrad fahren. Ich mache gerade kleine Vorbereitungen. Das heißt, ich fahre alle 2 Tage gerade so ein bisschen Mountainbike. Aber bei mir ganz entspannt im Flachen erstmal zum Reinkommen. Weil in 6 Wochen geht es, also ungefähr 6 Wochen, geht's nach Kirgistan und da will ich gerade anfangen, langsam so ein bisschen in die Routine reinzukommen, wieder den Körper ein bisschen ans Fahrradfahren zu gewöhnen. Bin jetzt lange nicht gefahren, werde dann sicherlich auch nochmal 1, 2 Testtouren machen, nochmal Ausrüstung checken, aber jetzt geht's mir gerade darum, erstmal wieder so ein bisschen in die Routine reinzukommen, in den Körper dann zu gewöhnen. Diese einsamen Landstraßen im Hunsrück haben Ultra-Charme. Das erinnert mich so ein bisschen an die USA-Tour 2022, wo man über Kilometer... Ist der Helm geil von Fabio? Wo ich trage, ich habe ja mal einen Helm ohne hier so einen Kunststoffschirm und habe dann halt immer ein Cap drunter mit diesem Ding vorne. Absolute Ruhe genießen konnte, alleine mit seinen Gedanken, Natur genießen, Ruhe. Und was dabei auch ganz geil ist, tatsächlich Hörspiel hören. Das habe ich in den USA gemacht. Und hier meine persönliche Empfehlung, Tagebuch der Apokalypse. Gibt es mehrere Teile von. Ich höre gerade den ersten Teil, habe ich seit der USA-Tour nicht mehr gehört. Und das ist schon krass gemütlich, hardcore gemütlich. Also das als kleiner Tipp, falls ihr auf eine längere Tour geht, holt euch Kopfhörer mit und hört ein geiles Hörspiel. Das macht auf jeden Fall Laune. Falls ihr noch geile Hörspieltipps habt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Vielleicht ist da das ein oder andere dabei, was entweder ihr oder ich nicht kenne. Mhm. Dankeschön. Übrigens habe ich heute zum ersten Mal bei einer Gravel Tour meinen Chest-Strick, was hier von... Das Chest-Pack fühle ich, glaube ich, beim Fahrradfahren gar nicht. Also A, wenn du stehst, also ich finde das Ding an sich geil. Ja, ich habe es ja selbst genutzt, werdet ihr mal sehen. Bei so einem speziellen Projekt hatte ich das vielleicht die ganze Zeit am Start. Genau, wenn du stehst, dann passt das. Aber wenn du jetzt so nach vorne bist, dann hängt das so ein bisschen, glaube ich, weg vom Bauch. Oder du schnürst es ein bisschen fester. Aber ich frage mich, warum und wozu solltest du dir beim Fahrradfahren so ein Ding vor die Brust schnallen? Wozu? Du hast da deine Taschen, wo du gut rankommst. Wo du auch mal einen Riegel, Wasserflasche und so weiter. Also warum soll ich... Nee. Bin ja auch gar kein Freund, auch wenn es vielleicht manchmal sogar ganz cool aussieht, irgendwie einen Rucksack beim Fahrradfahren zu tragen. Ich will körpermäßig, will ich komplett frei sein. Von Survival Squad kennt an. Ist halt immer praktisch, wenn man filmt. Hier ist immer meine GoPro drin, Ersatzakkus und so weiter, direkt griffbereit. Ja, aber das hast du halt beim Bikepacking, hast das ja alles vor dir. So, den GoPro-Akku wechselst du ja nicht beim Fahren. So, ja.
Und da kommst ja, musst ja nicht vorne die Frontrolle machen, aber du hast ja irgendwie eine Rahmentasche, da kommst du ran. Du hast irgendwie noch so, ich habe noch zwei so kleinere Packs, wo auch noch so ein Riegel drin ist und so weiter. Nee, also mich würde es stören. Ich hätte da keinen Bock drauf, weil dann drückt dir das auch die Isolation platt. So, dann schwitzt du da drunter, dann ist da keine ordentliche Durchlüftung. Dann hast du das Gegenstück auf dem Rücken, was dir alles platt drückt. Ah, nee, halte ich nichts von. Und ich werde heute und jetzt gleich wieder alle. Fritz ist nur am Meckern. Ausprobieren, wie das auf dem Gravelbike funktioniert, ja. Weil man hat ja nicht ohne Grund die ganzen Taschen am Bike, sodass die Schultern und der Oberkörper nicht belastet werden, wenn man... Ja, guck mal hier. Okay, er hat eine recht kleine Rahmentasche. Boah, das Ding hängt ja aber auch richtig wie so ein Ei dran, Alter. Lecco mio. Ja, schon sehr minimalistisch, aber ja. 100, 200 Kilometer im Sattel sitzt. Bisher habe ich noch keine Probleme und kann einfach die Vorteile nutzen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Ah, Mucke ist ein bisschen laut, Fabio. Die ist ein bisschen überdreht. Auch die guckt das an. Acker, Einfamilienhäuser, ein paar Bäume und Windräder. Es ist doch einfach hässlich. Das finde ich schön, ja. Das finde ich schön. Ich bin echt schon viele, viele Kilometer durch Deutschland mit dem Gravelbike gefahren. Ja. Und ich muss sagen, hier im Hunsrück ist es am allerschönsten. Hier im Hunsrück hat man so viel Ruhe und ist so geil, viel alleine unterwegs, wie nirgendwo anders in Deutschland. Also zumindest an den Orten, wo ich bisher war. Schon was Besonderes hier. Jetzt eben von der Landstraße der Einsamen geht's jetzt... Nee, aber also Real Talk, das ist schon so eine geile Passage. Du hast guten Untergrund, kannst schön Geschwindigkeit machen, Meter machen, hast du so ein bisschen durchwachsenen Wald, so ein bisschen Hecke hier. Na, Hecke nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Sogar ein bisschen gemäht hier, das ist schon schön. Durch den Wald. Das ist schön. Ist jetzt hier ein landwirtschaftlicher Weg, keine Straße mehr für Autos. Und auch hier ist niemand unterwegs. Es ist schon absolut Premium. Ey Leute, jetzt. Das ist gerade richtig crazy. Okay, zeig mir den Elch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber da ist ein Eichhörnchen. Aber jetzt. Ich habe ja, jetzt kommt wieder Döner-Reveal. Die Route, ich habe nur das Ziel eingegeben. Ich habe nicht eingegeben, wo ich genau vorbeigehe oder sonst was. Einfach nur das Start- und Zielpunkt. Und ich bin jetzt hier einfach gefahren. Ja. Und ich sehe da hinten ein Haus mitten im Wald. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Und hier war ich das letzte Mal in meiner Kindheit. Das ist das Forsthaus. Wahrscheinlich. Ich werde es gleich überprüfen, wo meine Mutter groß geworden ist. Mein Opa war Jäger, Förster. Und meine Oma, meine Tante und mein Onkel, die sind quasi ganz viele Jahre haben die hier im Forsthaus im Hunsrück gelebt. Und ich finde es gerade so krass, dass ich völlig random daran vorbeikomme, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich das Haus... Stell dir mal vor, er macht so eine riesen Story auf. Ja, seine Mutter ist ja aufgewachsen und sein Onkel und bam und krass und die Route und zwei Sekunden später, cut, er steht davor. Ja, nee, ist doch ein anderes Haus, habe ich verwechselt. Das wäre auch bitte. Das ist, wir werden es jetzt überprüfen. Bitte. Und? Boah, ist das krass. Ah, okay, ist noch. Hier ist im Prinzip der Grund, woher ich meine ganze Naturverbundenheit her habe. Ja, okay, schade. Ich bin halt damit groß geworden, dass die Familie meiner Mutter immer draußen war, auf Jagd war und so weiter. Und hier ist meine Mutter auch, ne? Als Kind schön am Waldrand kilometerweit im Schnee zur Schule gegangen und so weiter. Und hier hat meine Oma das Wild gekocht, was mein Opa erlegt hat. Zubereitet. Also zeigt mal wieder, es gibt keine Zufälle, dass ich hier einfach gerade vorbeikomme. Wie krass, ich muss meiner Mutter ein Foto schicken. Nee, ich muss meine Mutter anrufen. Krass. Ja, meine Kids sind gerade bei ihr, wahrscheinlich bringt sie die gerade ins Bett. Hallo Mutter, rat mal, wo ich gerade durch Zufall vorbei... Mutter! Jetzt gibt's noch das exklusive Muttertelefonat hier in diesem Vlog. Gekommen bin. Forsthaus. Wie kommst du auf diese Idee, dass ich da gerade vorbeikomme? Weil ich mir das heute so gewünscht habe, als die Kinder über den, oh, ich könnte gerade heulen, über den,
Über das Feuer gesprungen sein. Über das Feuer gesprungen sein. Alter, wie krass. Das habe ich mir so gewünscht. Ach, was? Das habe ich mir so gewünscht. Ey, ich bin einfach durch. Ich komme gerade gar nicht mehr hinterher. Seine Mutter hat sich jetzt heute gewünscht, dass er am Forsthaus vorbeikommt, als die Kinder übers Feuer gesprungen sind? Also, wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, aber ich bin einfach random. Also, ich fahre heute zu dieser Burg und ich habe nur das Ziel. Ich habe gerade gar nichts gegeben und ich bin durch Zufall einfach gerade hier vorbeigekommen. Ich bin die Straße entlang gekommen, ich war ja seit meiner Kindheit nicht mehr hier und dachte auf einmal, krass, da bin ich. Ich bin noch ein gutes Stück gefahren und habe die ganze Zeit noch mit meiner Mutter telefoniert. Ich habe die Kamera auch mal ausgemacht. Das Telefonat war für meine Mutter sehr emotional. Und aber Fabi hat da ja auch ein kleines Tränchen im Auge, oder? Hier sehe ich doch ein bisschen die gläsernen Augen. Ja, Mann. Ey. Schön. Richtig schön. Ich weiß, ihr habt da gar keinen persönlichen Bezug zu, aber vielleicht könnt ihr das mit Momenten in eurem Leben vergleichen. Ist auf jeden Fall crazy, wie man... Also meine Gedanken sind gerade nur dabei, dass die Kinder übers Feuer die ganze Zeit gesprungen sind. Immer und immer wieder oder? Feststellt, dass es im Leben keine Zufälle gibt, wenn man das bewusst beobachtet. Geil, ich freue mich. Ist doch schön. Ja, das aufgebrochen zur Burg und die wird gerade zur Nebensache für mich. Aber wir fahren natürlich weiter zur Burg. Also, let's go. Ab los zur Burg. Ich fahre ein paar Meter und hab so schönen Anblick. Schaut das Kids an. Die Mom. Anblick. Alter, was ist das gerade für ein crazy Moment? Bäm, eine Autobahn, eiskalter Übergang. Jetzt gehören zu den Creeps, die auch auf einer Autobahnbrücke stehen, weil jeder weiß, Menschen, die auf Autobahnbrücken stehen, führen immer irgendwas im Schilde. Entweder Steine werfen oder keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich auch so ein Creep, verdammt. Haben wir jetzt auch Steine schmeißen, oder was? Update hier zu der Tasche. Ist geil, weil ich schnell an alles drankomme, aber sie stößt leider beim Pedalieren gegen die Knie. Ja, Alter, ich habe die jetzt schon höher gezogen, aber ich weiß nicht, ob das durch die Erschütterung ist oder was. Die rutscht immer runter. Naja, weil die halt, guck mal, normalerweise, wenn du gehst, ist dein Oberkörper so. Aber wenn du fährst, ist dein Oberkörper halt so. Das ist nicht dafür gemacht einfach. Und dann hängt sie wieder auf den Knien. Ich bräuchte irgendwas, was ich hier drauf machen kann. Ja, und das ist das sogenannte Accessory Pack. Habe ich nämlich bei mir auch drauf. Ich habe die Rolle und dann habe ich hier vorne drauf nochmal eine extra Tasche. Perfekt. Sodass ich da schnell an die Kamera komme. Wenn ihr da eine Idee habt. Ja, habe ich. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Accessory Pack von Ortlieb. Aber die funktioniert bestimmt nur mit der Ortlieb-Rolle, weil die hat da extra so Haken dafür. Ansonsten ist das Teil geil. In der Zivilisation angekommen, kann man sich immer eine kleine Stärkung reinstecken. Finde ich auch so Touren immer extrem gemütlich. Wie man so nach etlichen Kilometern merkt, boah, jetzt hat man schon mal Hunger. Und dann kommt man an einem Supermarkt, Tankstelle oder irgendwas vorbei. Fabio hat keine Kraft mehr. Er kriegt die Brezel nicht ab. Immer geil. Auch wenn der Brezel hier, glaube ich, 3 Tage alt ist. Der Brezel, heißt das der Brezel? Ist das so ein regionales Ding? Auch wenn der Brezel 3 Tage alt ist? Glaube ich, 3 Tage alt ist. Die Brezel? Was sagt ihr? Vielleicht ist das so ein regionales Ding. Ich frage mich, warum es immer nur ungesunden Kram an Tankstellen gibt. Warum gibt es nicht irgendwas Gesundes machen? Wer weiß. Gleich 9 Uhr. Ich bin immer noch nicht an der Burgruine angekommen. Aber die Sonne. Wie viele Kilometer sind denn langsam mal auf dem Tacho? Das würde mich mal interessieren. Wenn Fabio jetzt hier so eine Overnighter-Tour macht, so fährt er jetzt hier gemütlich seine 30, 40 Kilometer oder macht er die 100 voll oder rastet der komplett aus? Er geht hinten langsam unter und es ist eine mega geile Stimmung. Auch wieder kein Mensch weit und breit zu sehen. Eben mal dadurch diese Ortschaft an der Tankstelle, aber seitdem wieder absolut gar nichts. Schaut euch das an. Was eine geile Tour wieder, ey. Und wieder. Ah, fällt mir ein, ich muss mal noch meinen Rose-Kontakt kontaktieren. Ohne Planung. Also einfach nur, okay, da ist dieses Ziel, diese Burgruine. Da fahre ich hin.
um dann da und die Schutz zwischen machen. Passiert einfach mal wieder was passiert. Es ist jedes Mal der Hammer. Muckepatz und zur Burggrüne. Oh, ist schön, ja. Ja, ist schon geil, ne? Also hier so von der Landschaft her und dann hier irgendwie, guck mal, sieht aus wie so ein Wikingerdorf. Und hier irgendwie so eine alte Ruine, das ist schon, schon sexy. Ist in Sichtweite. Ui, was ist das? Ein Marder. Da läuft ein Marder. Baumarder. Seht ihr den? Ne. So gar nicht. Frech. Oha, da sind wir. Ich seh nichts. Schauen wir mal, wie wir auf die Burg kommen. Das ist cool hier. Na, ist cool, ja. Vor allem, weil die halt anscheinend nicht touristisch irgendwie so zugebaut ist, sondern einfach so eine Ruine, die da rumsteht. Ja, ist schon nice. Das ist da alles noch so hell, ne? Stellt euch vor, wie es hier genau an dieser Stelle vor 600, 700 Jahren aussah. Ja, das, aber genau diese Gedanken habe ich auch immer, ey. Das ist schon. Schon krass, überlegt, wie die da wie es ich gegessen haben, irgendwelche Sachen besprochen haben, Krieg geführt, whatever, Hochzeiten, Orgien, Alter. Ich hab einen Schlafplatz gefunden. Was man halt so macht, ne? Ja, ist Osten und da wird morgen früh die Sonne aufgehen. Wenn wir hier liegen, haben wir da morgen alle gemeinsam einen geilen Blick. Wie immer sehr minimalistisch, hier der kleine. Der wunderschöne gelbe Schlafsack, den Chai auch hat. Eine Mini-Schlafsack, Kissen. Isomatte. Biwaksack. Ah, oh, da ist die gelbe Isomatte auch am Start. Perfekt, passend zum Schlafsack. Nee, ist doch schön, Mensch. Guck mal. Ich liege mittlerweile im Schlafsack und lese noch ein Buch unter freiem Himmel. Ja, aber also ich hätte jetzt schon gern gewusst, was irgendwie, wie gesagt, am Ende auf dem Tacho steht. Wenn er jetzt schon eine Tour macht hier, so ein bisschen Bikepacking-mäßig. Da würde ich schon gerne wissen, was er kilometermäßig gemacht hat. Richtig nice. Danach werde ich schlafen. Ich sag schon mal, bis morgen früh. Good night. Wunderschönen guten Morgen. Sexy Boy. Chat, wer würde? Sag ehrlich. Sonnenaufgang ist leider nix. Boah, ihr guckt dir diesen schönen Nacken an. Oh. Das ist krass bewölkt. Aber die Luft ist wunderbar klar. Die Bienen summen schon. Und ich liege einfach auf einer krassen Burg. Schlafe auf jeden Fall sehr gut. Die Nacht war ruhig. Luft klar. Die Temperatur ging voll klar. War ein bisschen zu warm. Deshalb habe ich hier das Zeug ausgezogen. Aber ja, richtig schöner Morgen, um aufzuwachen und gleich wieder aufs Rad zu steigen. Oh, die Mucke holt uns wieder direkt ab hier. Schon, also von der Location her und so, das ist schon cool. Kann man nicht anders sagen. Als Schlafplatz und so weiter, nochmal ein bisschen mit der Drohne da rumfliegen. Ich pack jetzt zusammen. Die Mucke ist ein bisschen falsch gepegelt irgendwie von der Lautstärke her. Jetzt wieder aufs Rad Richtung Heimat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss. Okay, sehr, sehr kurz, knackiges Ding. Ja. Ja. Ein kleiner Tagesausflug halt so, ne? War jetzt nicht super viel Infos oder so. War einfach raus, bisschen fahren. Posthaus angucken, mit Mutti telefonieren. Kleine Übernachtung. Was hat der eigentlich gegessen? Außer die Brezel bei der Tanke. Wo war der Kocher? Egal. Ja, schaut gern bei Fabio auf jeden Fall vorbei. Däumchen nach oben. Und ja, check das Ganze gerne mal aus. Stimmt, kein Döner diesmal. Ja. Ja, diesmal gab es keinen Döner. Das stimmt. Nochmal ein kleiner Reminder, das Taster-Pack nicht vergessen. Ja, mit 5 verschiedenen leckeren Sorten von Wildwood, einer vollwertigen Trinkmahlzeit. Link und Rabattcode wie immer unten in der Videobeschreibung.